Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Videotutorial für Diözesanverbände. Jetzt in diesem Tutorial wollen wir uns anschauen, wie wir aus der bisherigen Mustervorlage, die ja noch nicht an euch als Diözesanverband angepasst ist, eine Seite machen, die eben auch so aussieht, als dass es eure ist. Dafür schauen wir uns zunächst mal an, wie die Seite jetzt momentan aussieht. Laden Sie hier im neuen Fenster. Hier haben wir unseren Test-DV. Bisher fehlt noch hier ein Logo. Hier oben gibt es zwei Zeilen, in denen wir auch schreiben können, wie unser Diözesanverband heißt und die Besucher begrüßen können. Und wenn wir auf andere Seiten gehen, die eine rechte Spalte haben, sehen wir hier unter der Subnavigation hier Kontaktdaten. Die sind erstmal die des BDKJ Freiburg, weil das die Seite war, die als erste erstellt wurde und für alle anderen Vorlagen erstmal kopiert wurde. Das müssen wir natürlich noch anpassen. Und hier unten haben wir unsere Sponsoren. Auch die können wir natürlich noch anpassen und die Überschrift. Und das sind die Sachen, die wir jetzt in diesem Videotutorial machen wollen. Daher zurück in das Backend. Um jetzt so die grundlegenden Einstellungen zu bearbeiten, haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder hier über die Listenansicht oder da über die Seitenansicht. In beiden sollten wir hier im Seitenbaum das oberste Element auswählen und in beiden haben wir auch hier oben den Button für Seiteneigenschaften bearbeiten. Das klicken wir jetzt an und haben hier die verschiedenen Reiter, mit denen wir das Ganze bearbeiten können. Hier bei Allgemein legen wir erstmal fest, wie der Seitentitel ist. Das kann ruhig im Test-DV bleiben. Klicken wir mal hier durch. Was für uns jetzt erstmal interessant ist, ist hier ganz rechts der Reiter Diözesanverbände. Den findet ihr auch eigentlich bei allen Seiten, aber relevant ist er eben nur hier auf dieser obersten Ebene. Da haben wir nämlich hier diese zwei Zeilen, Überschriftzeile 1 und 2. Da schreiben wir jetzt einfach was rein. Und speichern das. So, dann laden wir die Seite mal hier neu. Und seht da, wir haben jetzt hier eine Überschrift. Die wird es auch für alle anderen Seiten eben auch mit übertragen, wenn wir das eben hier in dieser obersten Ebene eingestellt haben. Als nächstes wollen wir ein Logo. Da gehen wir hier in den Ordner Sonstiges. Dort zum Unterpunkt Logo. Da gibt es jetzt auch nur einen Seiteninhalt. Da wir Inhalte bearbeiten, gehen wir besser mal in die Seitenansicht. Da sehen wir das etwas schöner. Da sehen wir, dass es hier als einziger Seiteninhalt eben angeordnet. Da das hier eh eine Sonderseite in diesem Ordner drin ist, brauchen wir da jetzt auch nicht so die übliche Seitenstruktur, sondern da reicht eben einfach, dass dieses eine Element da ist, das wir genauso weiter bearbeiten können. Gehen hier auf den Reiter Bilder und sehen, hier haben wir noch kein Bild. Da wir im ersten Tutorial schon mal ein Logo hochgeladen haben, können wir das direkt auswählen. Und haben hier auch in unserem Verzeichnisbaum den Ordner Logo und klicken das direkt an. So, speichern wir mal kurz und laden die Seite wieder neu. Und sieh da, wir haben hier unser Logo. Sollte das von der Größe nicht passen, kann man die eben auch hier verstellen. 135 ist eigentlich die optimale Größe. Mal gucken, wie es damit dann aussieht. So, dann sitzt das hier. Und jetzt haben wir auch hier überall einen Link hinterlegt, der uns momentan noch auf die Seite des BDKJ Freiburg führt. Aber dann später, wenn wir es gleich noch anpassen, jeweils im Alte sein wird. Um das anzupassen, gehen wir hier auf den Reiter Bilder. Wir haben hier bei Verhalten links stehen. 140 ist eben der Seitencode für die Startseite von Freiburg. Wir wollen aber unsere Startseite, das heißt, wir löschen das und legen den Link hier einfach auf diese Seite drauf. Speichern. Laden wir wieder neu.
So, jetzt haben wir hier unten stehen, dass es zu TestTV führt. Klicken wir drauf und kommen hier zu unserer Startseite. Dann haben wir auch das. Nun schauen wir uns die Seiten an, die eine rechte Spalte haben. Zum Beispiel die Seite News ist so eine. Hier haben wir hier unten jetzt erstmal die Adressen von Freiburg stehen, die wir jetzt anpassen wollen. Gehen dafür rüber ins Backend, auf rechte Spalte. Hier steht ein einfaches Textfeld drin, das wir jetzt bearbeiten können. Zunächst hier bei den oberen Feldern können wir das ganz normal im Texteditor bearbeiten. Schreiben hier unsere Adresse rein. Telefonnummer lassen wir. Jetzt bei den E-Mail-Adresse und den Internetadressen haben wir die Besonderheit, dass das, was da steht, nicht auch automatisch der Link ist, sondern erstmal nur die Beschriftung des Links. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier anfangen und hier BKJ-TestTV draus machen, speichern das mal kurz. Laden die Seite neu. Dann steht hier rechts zwar überall schon unsere Adresse. Wenn wir jetzt unten links hingucken, sehen wir noch www.bdkhörtfreiburg.de und auch bei der Facebook-Seite ist das noch so. Bei der E-Mail-Adresse können wir das nicht sehen, weil der Link aus Anti-Spam-Gründen hier verschlüsselt ist. Um das zu ändern, gehen wir hier runter zu den drei Links, klicken den ersten an. Dann sehen wir, dass hier diese Weltkugel mit dem Kettenglied aufleuchtet, Link verändern eingeblendet wird. Dann passen wir das Ganze jetzt an. Klicken auf Link setzen, nehmen den zweiten. Ersetzen auch hier Freiburg durch TestTV. Hier ist wichtig, dass wir auf Link setzen klicken und nicht auf Aktualisieren. Weil aktualisieren wird diese ganzen Einstellungen hier unten ändern, aber noch nicht die Linkadresse und die ist jetzt gerade für uns das Wichtige. Und nun der dritte. Auch hier Freiburg weg. TestTV hin. Link setzen. Speichern. Dann schauen wir hier drüben. Gucken uns hier die Links an, da wird nun unten auch richtig BDKJ-TestTV eingeblendet. In der Internetadresse. So, dann zurück ins Backend und zu unserer letzten kleinen Baustelle. Den Unterstützerlogos. Da lassen wir einfach erstmal die beiden bisherigen hier stehen und gucken uns hier erstmal die Headline mit Textüberschrift an und bearbeiten das. Statt Überschrift schreiben wir jetzt hier hin unsere Sponsoren. Und um hier jetzt einfach nochmal einen weiteren hinzuzufügen, kopieren wir hier einfach mal das Logo des Familienministeriums, fügen es hier unten drunter nochmal ein und also noch ist das Ganze ausgeblendet, deswegen können wir es erst auch in Ruhe bearbeiten, noch sieht das niemand. Jetzt hier so als einen Testsponsor leihen wir uns gerade wieder jemanden von Freiburg, nämlich den Europapark. Speichern schon mal, dass wir den Namen geändert haben. Der wird zwar eh nicht angezeigt, steht auch hier verborgen. Und gehen jetzt hier zum Bild. Das können wir erstmal löschen.
schreiben hier unten schon mal Europa Park rein. Auch den Link passen wir an. So, es braucht nur noch ein Logo. Da wir bisher nur diese eine Datei haben, müssen wir das erstmal hochladen. Laden wir jetzt einfach mal hier in den gleichen Ordner rein. Dann sehen wir hier, der rote Pfeil blinkt, das heißt, das ist der aktuelle Ordner. Wenn wir auf Hochladen gehen, können wir direkt in den was reinladen. Also auch ohne, dass wir hier über dieses Dateimenü gehen können. Wenn wir allerdings hier neue Unterordner anlegen wollen, dann brauchen wir das Dateimenü. Oder eben um Dateien umzubenennen, zu löschen und so weiter. So, durchsuchen. Da haben wir hier auch das Europapark-Logo. Und hochladen. Hochladen läuft. Dauert jetzt wohl ein paar Momente. So, hier haben wir das Ganze. Gehen wir zurück zu Medien. So, dann ist jetzt hier das Logo. Fügen wir ein. Wieder mal speichern. Gucken bei Erscheinungsbild. Da ist hier noch keine Größenangabe angegeben. Das könnte jetzt gleich mal zum Problem werden. Aber schauen wir uns erstmal an. Vorher aber noch Inhaltselement nicht mehr deaktivieren. Das heißt, das hier ist das gleiche wie Glühbirne an. Wenn das nicht gesetzt ist, speichern. Und laden diese Seite neu. Ja, da sehen wir hier ein etwas übergroßes Logo. Das wollen wir so natürlich nicht. Dann klicken wir hier wieder auf Erscheinungsbild und setzen hier bei Höhe jetzt 56 Pixel ein. Das müsst ihr einfach wissen, dass das so die Größe ist. Haben wir aber natürlich auch noch dokumentiert. Speichern. Schauen uns das Ganze jetzt an. So, jetzt haben wir hier ein passend großes Logo. Gut. Das war dann auch schon soweit hier unser Tutorial, wie ihr die Seite mal grundsätzlich einrichten könnt und weitere Erklärungen in weiteren Tutorials. Bis bald!